Online-Karrieretag 2016 in Hamburg. Neben mir sitzt Alisa Türk. Sie ist Geschäftsführerin von Pilot Hamburg. Hallo Alisa. Magst du uns einmal das Unternehmen bitte vorstellen und was genau dein Aufgabenbereich ist? Sehr gerne. Also Pilot ist eine inhabergeführte Agentur und im Kern Mediaagentur. Wir haben aber von vornherein einen sehr schweren, starken Schwerpunkt auf digitale Media und auch Kommunikation gehabt und haben auch daher immer schon kreative Gewerke bei uns gehabt. Und ich glaube, das ist auch unsere Stärke und auch unser USP, dass wir keine reine Mediaagentur sind, sondern uns als Kommunikationsagentur verstehen und wirklich 360 Grad für unsere Kunden anbieten. Für viele Bewerber jetzt in der Online-Branche ist ja so eine Mediaagentur irgendwie das gewesen, wo sie gerne mal arbeiten möchten. Was macht es denn jetzt so besonders, jetzt speziell bei Pilot zu arbeiten? Also Pilot ist dadurch, dass wir Inhaber geführt sind, sicherlich eine der familiärsten Agenturen überhaupt. Das heißt, der Inhaber sitzt auch wirklich mit am Standort, mitten in Hamburg, auch, ist auch mitten im Geschehen, auch bei ganz vielen Kunden auch involviert. Wir haben da sehr, sehr kurze Entscheidungswege und auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind wir aber auch immer wieder aufgefordert, Sachen auch wirklich selbst zu entscheiden und dürfen auch viele Sachen selbst entscheiden. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu großen globalen Agenturen, die natürlich auch ihre Vorteile haben. Aber ich glaube, unser Vorteil ist, dass wir die netteste Agentur in Deutschland sind. Du hast ja auch eine, ich sag jetzt mal, Raketenkarriere hingelegt. Und ich glaube, bist für viele weibliche Personen jetzt, glaube ich, auch ein Vorbild. Wie hast du das denn geschafft? Also ich glaube, zum einen hat mich immer schon ausgezeichnet, dass ich mich für alles interessiert habe. Also ich habe meine ersten Kampagnen geplant, aber ich habe sie auch genauso im Ad-Server angelegt. Ich habe meine ersten Search-Kampagnen selbst angelegt, auch meine ersten Affiliate-Kampagnen und habe immer quasi die Augen und Ohren offen gehalten und mich für alles auch über den Tellerrand hinaus interessiert. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, gerade im Digitalen, dass man sich immer für neue Themen interessiert, wirklich offen bleibt und quasi auch nie auslernt. Und das macht auch wirklich den Job aus. Ihr seid ja auch ein sehr großes Unternehmen und habt viele Kunden, die man jetzt auch kennt. Trotzdem ist es jetzt so, dass nicht jeder unbedingt euch kennt. Aber wie macht ihr das denn, dass es trotzdem, also dass ihr jetzt zum Beispiel gute Mitarbeiter findet? Wie repräsentativ arbeitet ihr denn da? Wir arbeiten sehr stark mit Hochschulen zusammen. Zum Beispiel haben wir eine Hochschule, die direkt bei uns in der Nähe sitzt, mit der wir jetzt verstärkt auch Projekte umsetzen und dann auch Studenten die Möglichkeit geben, mal unser Unternehmen kennenzulernen im Rahmen einer Projektarbeit. Dann führen wir die Studenten auch mal bei uns in der Agentur herum und zeigen ihnen alle Bereiche, geben ihnen aber auch Zugang dann zu Ressourcen von uns, das ist das eine. Ansonsten sind wir sehr stark in den Social-Media-Kanälen dann aktiv, weil das natürlich auch das ist, wo die meisten aktiv sind und schalten dann zum Beispiel dort auch natürlich ganz klassische Anzeigen, aber was auch ein sehr erfolgreicher Kanal ist, dass wir quasi sehr stark darauf setzen, dass uns unsere eigenen Mitarbeiter empfehlen und wenn freie Stellen sind, die dann auch in ihrem eigenen Social Network dann weiterleiten und sharen und teilen und sagen, hey, möchtest du nicht Kollege werden oder Kollegin? Der Online-Bereich gilt ja auch heute immer noch so als junge Branche und besonders dynamisch und so. Was reizt dich denn besonders an dem Bereich und wo siehst du denn vielleicht die Perspektiven in Zukunft? Also was mich definitiv reizt, ich glaube, ich hatte noch keinen einzigen Arbeitstag in den ganzen 17 Jahren, die ich das jetzt mache, der gleich war. Also es ist jeder Tag ist anders und es kommen auch immer wieder neue Themen auf. Also ich hatte gesagt, dass ich Mediaplanung, Ad-Serving gemacht habe und in den letzten 2-3 Jahren sind vor allem die ganzen Themen um Programmatic Advertising, sehr viel Social Media hochgekommen und jetzt beschäftige ich mich zum Beispiel gerade mit Chatbots, was ein wahnsinnig spannendes Thema ist oder auch Automatisierung von Texten oder Roboterjournalismus. Ganz spannende, ganz neue Themen, mit denen ich mich vor 15 Jahren definitiv noch nicht mal in meinen Träumen auseinandergesetzt hätte. Also es wird definitiv nie langweilig. Wir sind ja heute hier beim Online-Karrieretag. Für wie sinnvoll hältst du denn die Veranstaltung? Ich finde die Veranstaltung sehr, sehr sinnvoll, weil ich es eine sehr gute Möglichkeit finde, dass sich Studenten mit Firmen direkt auseinandersetzen können, direkt treffen und auch direkt sprechen können.
Ich finde es sehr gut, dass man natürlich dann als Student viel gezielter sich auch Fragen ausdenken kann, die man dann auch gezielt einzelnen Unternehmen stellen möchte und wirklich dann ganz unverbindlich Unternehmen kennenlernen kann. Von daher freue ich mich auch, wenn ich natürlich auch das eine oder andere Gespräch noch mit interessierten Kandidaten nachher führen kann. Super, dann freue ich mich, dass du hier bist oder hier warst, also hier bist, und wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag und danke. Danke dir.